Ich denke, wir fangen einfach an. Wir werden auch versuchen, das Licht etwas runterzufahren, damit man vielleicht dann doch etwas mehr sieht als jetzt. Herzlich willkommen hier in der Arbeitsgruppe Bauen und Wohnen ohne Barrieren. Ich hoffe, Sie haben alle Getränke mit. Das ist im Vergleich zur anderen Arbeitsgruppe das etwas trockenere Thema. Das wird, denke ich, im Laufe unserer Veranstaltung hier noch klar werden, das tut mir leid, aber das ist ein hartes Geschäft, sich auf dieser Ebene durchsetzen zu wollen. Wir haben es vorhin schon in den Vorträgen von Raul Krauthausen und Martin Theben gehört. Das alles hat einen langen Vorlauf, der nicht immer von Erfolg gekrönt war. Und es ist vorhin auch schon erwähnt worden, dass wir jetzt wieder vor ganz aktuellen Entscheidungen hinsichtlich der Änderung des Bauordnungsrechts stehen. Es wurden auch schon Einschätzungen abgegeben, dass es eine Verschlechterung sein wird. Darüber werden wir uns dann am Ende unserer Diskussion vielleicht noch ein Bild machen. Ich muss mich schon mal entschuldigen bei Frau Mischka insbesondere. Normalerweise verzichte ich völlig auf PowerPoint-Vorträge, weil es immer eine Benachteiligung von Menschen mit einer Sehbehinderung ist. Ich habe es diesmal etwas anders gemacht. Ich habe aber keine neuen Vorlagen gemacht, sondern einige, die ich schon im Gebrauch habe. Und wir werden später, wenn wir denn dazu kommen, dann auch in einer Synopse die verschiedenen Entwürfe und Stände der aktuellen Bauordnungserörterung nochmal darstellen, ob das Sinn macht dann und ob man es lesen kann, weil ja leider hier oben das Gerät heute seinen Geist aufgegeben hat. Das wird sich dann im Einzelnen zeigen. Vielleicht als Einleitung, bevor ich dann auch auf das erste Bild hier eingehen werde, nochmal ganz grob, weil in der Einladung und auf den Einladungskarten auch immer der Bezug zur UN-Behindertenrechtskonvention hergestellt wurde, so ein bisschen die rechtlichen Rahmenbedingungen, in denen wir uns hier mit unserem Thema bewegen. Zitiert hier auch in der Broschüre ist schon der Artikel 4 als einer der grundlegenden Artikel der UN-Behindertenrechtskonvention, der leider dann über die allgemeine Verpflichtung hinaus auch so etwas weniger Gutes enthält, nämlich den sogenannten Progressionsvorbehalt, ein schwieriges Wort, müssen wir vielleicht auch nicht näher darauf eingehen. Der Artikel 5 wäre zu erwähnen, Nichtdiskriminierung insbesondere und natürlich für unser Thema der maßgebliche Artikel 9, Barrierefreiheit in der Schattenübersetzung, Zugänglichkeit in der offiziellen Übersetzung. Dabei geht es, um noch mehr auf das Kernthema heute zu kommen, um Zugangshindernisse und Barrieren zu Gebäuden, aber auch zu Wohnhäusern. Ein ganz entscheidender Punkt in der aktuellen Diskussion der neuen Bauordnung ist ja das Thema barrierefreies Wohnen. Aber genannt werden im Artikel 9 auch medizinische Einrichtungen, auch ein Dauerthema, dem wir uns in Berlin schon lange widmen, auch ohne wirklich durchschlagenden Erfolg. Auch Arbeitsstätten, das kommt indirekt in der Diskussion, wenn wir uns dann auf die einzelnen Punkte beziehen, dann nochmal vor. Und es wird im Artikel 9 natürlich auch die Überwachung, die Einhaltung von Mindeststandards eingefordert. Das Ganze wird auch noch mal verstärkt aktuell durch die Empfehlungen des UN-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderung in Genf Ende März, Anfang April, der gerade in Bezug auf den Artikel 9 noch mal auf die Überprüfung, die Überwachung einfordert. Häufig vergessen wird in dem Zusammenhang der Artikel 28, angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz. Da kommt an zwei Stellen
angemessene Wohnung heißt es an einer Stelle. Und dann geht es auch in diesem Artikel darum, dass Menschen mit Behinderung eine Berücksichtigung in Wohnungsbauprogrammen finden sollen. Auch das ein aktuelles Thema, auch wenn es nicht unmittelbar ein bauordnungsrechtliches Thema ist. Das muss man auch unterscheiden. Erwähnt schon, wie gesagt, die Ausschussempfehlungen in Genf. Dort wurde auch nochmal der Fokus auf den Privatsektor gelegt. Gerade im Wohnungsbau ist das ja der Sektor, der in den letzten Jahren in Berlin eine große Rolle gespielt hat, allerdings, wie jeder von uns weiß, eher in dem hochpreislichen Segment. Soweit UN-Behindertenrechtskonvention. Es würden sicher unter weiteren Artikeln noch Bezüge finden. Angemessene Vorkehrungen, auch immer ein Thema, auch in dem Zusammenhang. Ich will aber ganz bewusst auch unter Fortführung des Vortrags von Martin Theben vorhin, der ja dargestellt hat, 1994, Änderung des Grundgesetzes, Artikel 3, Benachteiligungsverbot. Das Land Berlin hat mit Bezug auf diese Änderung im Jahre 1995 das Benachteiligungsverbot des Grundgesetzes ausdrücklich in den Artikel 11 der Berliner Verfassung aufgenommen und einen weiteren Satz, der entscheidend auch für die Ausgestaltung des Landesgleichberechtigungsgesetzes 1999 war und auch nochmal erwähnt, des daran hängenden Artikelgesetzes. Wir hatten ja damals 1999 auch ein Artikelgesetz zur Umsetzung, nämlich dieses Artikel 11 der Berliner Verfassung, auf den Weg gebracht und unter anderem auch das Bauordnungsrecht geändert. Dieser Satz heißt, das Land ist verpflichtet, für die gleichwertigen Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinderung zu sorgen. Und die vornehmste Aufgabe auch des Landesbeauftragten ist, auf die Umsetzung dieses Satzes zu achten. Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinderung. Eigentlich eine ganz kurze Zusammenfassung der UN-Behindertenrechtskonvention aus dem Jahre 1995. So, das sind so die Rahmenbedingungen. Etwas fehlt noch seit dem Jahre 2008, nämlich damals hat die EU versucht, eine Antidiskriminierungsrichtlinie auf den Weg zu bringen, die ganz wesentliche Auswirkungen auch auf das Bauordnungsrecht gehabt hätte und auch auf den Wohnungsbau, aber letztlich nicht umgesetzt wurde, weil die Bundesrepublik Deutschland und Tschechien die Umsetzung und den Beschluss dieser Antidiskriminierungsrichtlinie bis heute verhindert hat. Dort wäre zum Beispiel der Wohnungsbau und der barrierefreie Wohnungsbau als präventive Maßnahme festgelegt worden. Und das wäre ein ganz entscheidender Schritt gewesen. Wir haben in der letzten Woche wieder das Treffen der Landesbeauftragten mit der Bundesbeauftragten gehabt. Ich mache es mir inzwischen zur Pflicht, das jedes Mal wieder zu erwähnen, wann denn die jetzige Bundesregierung, wo große Teile der jetzigen Bundesregierung in der Vergangenheit völlig zu Recht sich darüber beschwert haben, dass die Bundesrepublik diese Antidiskriminierungsrichtlinie verhindert, wann denn die jetzige Bundesregierung endlich diese Blockade aufgibt. So, jetzt bin ich, hoffentlich kann man das lesen, kann man mal eine Rückmeldung geben von hinten, ob man das lesen kann? Nein? Aber die Tabelle einzeln? Ja, vielleicht die Tabelle einzeln. Ich weiß nicht, wie das technisch geht, aber man kann es ja mal probieren. Ansonsten erläutere ich das, was Sie hier vorne, vielleicht kann man das erkennen, was gelb unterlegt ist, bezieht sich auf Berlin. Diese Unterlage benutze ich, um bei Menschen, insbesondere in der Politik, die entsprechende Aufmerksamkeit für Problemlagen im Land Berlin zu erzeugen. Und da kam mir die Idee, ich mache mal ein Ranking deutscher Großstädte
und pflege da so die relevanten Berliner Bevölkerungsanteile bestimmter Personengruppen ein, um die Relevanz darzustellen, die diese Gruppen haben. Also, was haben wir im Moment? Ja, ganz klar, Berlin steht ganz oben mit einer wahrscheinlich jetzt schon wieder veränderten Einwohnerzahl. Jeder weiß, Zuwachs, der hat ja auch Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Dann kommen die Berliner Senioren in einer Schätzung, ist alles gut abgeleitet, die entsprechenden Hinweise sind hier mit dabei. Berliner Senioren 65 plus, Prognose für 2030, 858.000 Menschen im Ranking der deutschen Großstädte zwischen Köln und Frankfurt. Wenn man sich das vor Augen fühlt, hat man irgendwie ein anderes Gefühl dazu, als wenn man die nackte Zahl sieht. Die Zahl ist inzwischen schon nach oben korrigiert. Die nähert sich den 900.000. Dann haben wir die Ziffer 9, Berliner Menschen mit festgestellter Behinderung. Auch diese Zahl ist inzwischen schon wieder etwas höher, nähert sich direkt den 600.000. Wir sind unmittelbar vor der 600.000er Grenze. Und wenn das LAG so schneller arbeiten würde in dem Bereich, hätten wir die schon geknackt. So, dann haben wir den Platz 18, wenn man da rüberrückt, jetzt auf die andere Seite. Das ist nochmal eine Unterteilung, wobei es natürlich dann immer Schnittmengen gibt, ist völlig klar. Zwischen Duisburg und Bochum, Berliner Senioren 75 plus. Da schon die Prognose für 2020 und auch die ist jetzt schon übertroffen. 456.000, dann nähern wir uns den 500.000. An Platz 20, Berliner Menschen mit festgestellter Schwerbehinderung, das ist eben die offizielle Definition, ein Grad von 50, sind wir jetzt bei 400.000. Und jetzt eine ganz entscheidende Größe, 29 zwischen Augsburg und Gelsenkirchen, also zwei Fußball-Bundesliga-Konkurrenten, Berliner Hochaltrige. Da nähern wir uns inzwischen, also haben wir die 270.000 in den neueren Prognosen schon überschritten. 270.000 und für die Berliner ist das auch, um das nochmal klar zu machen, ein Bezirk, ein ganzer Bezirk. Um das nochmal da eine gewisse Vorstellung von zu geben. Ich habe diese Aufstellung auch bei den regelmäßigen Gesprächen, die wir auch auf der Ebene der Senatorinnen und Senatoren führen, immer mitgenommen, um klarzumachen, Berlin ist eigentlich in der allgemeinen Vorstellung von der Altersstruktur her im Unterschied zu vielen Flächenstaaten, insbesondere den neuen Bundesländern, gut aufgestellt. Und da mit dieser Vorstellung, die die Politik mit sich herumträgt, wir sind ja von der Altersstruktur ein gesundes Land. Vor diesem Hintergrund gerät in Vergessenheit, dass die festen Zahlen die wirkliche Aufgabe darstellen. Nämlich, dass fast ein ganzer Bezirk von der Einwohnerzahl her Menschen mit Hochaltrigkeit, also 80 plus, umfasst. Das Thema Barrierefreiheit bedeutet natürlich, dass es auf der einen Seite darum geht, aufzuzeigen, wie sind die demografischen Veränderungen, wie entwickelt sich die Problemlage. Aber gerade wenn ich das darstelle, mache ich auch immer den Hinweis, das bedeutet aber nicht, dass wir erst jetzt diese Aufgabe und auch die Politik diese Aufgabe in den Fokus nehmen sollte, sondern die Bedarfslagen, die Menschen mit Behinderung, Menschen mit einer Geburtsbehinderung schon immer hatten, die existierten schon länger und sie sind nicht ausreichend beachtet worden. Jetzt würde ich gerne zu einem weiteren Schaubild gehen, wenn wir da nochmal zurückgehen, um dann nochmal zumindest, was die Rollstuhlbenutzer betrifft, das im Einzelnen darstellen zu können. Das wäre dieses hier, verkehrliche. Das ist auch keine neue, allerdings aktualisierte Darstellung einer Problemlage. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so richtig erkennen kann.
Vielleicht fangen wir mal auf der linken Seite an. Da habe ich jetzt nochmal die aktuellen Berliner Mobilitätsangebote dargestellt. Heute war schon vom Sonderfahrdienst die Rede, war schon vom ÖPNV die Rede und später findet sich hier in der Darstellung auch irgendwo noch die Anmerkung, dass wir 16 barrierefreie Taxen in Berlin haben. So, in dieser Darstellung auf der linken Seite von oben nach unten ist zunächst der Fahrdienst, doppelt besetzter Bus, Fahrer und Beifahrer, Solobus, Teletaxen und Taxikonto. Ich will da jetzt nicht im Näheren ausführen, was das sind. Die meisten verbinden damit schon die entsprechenden Erkenntnisse. Wenn wir jetzt etwas nach rechts gehen, dann müssen wir schon versuchen, das zusammen zu erfassen. Dann stellen wir... Wenn man in der Mitte Behinderte im Faltrollstuhl umsetzbar keine barrierefreie Wohnsituation benötigen, Treppenhilfe, das ist das Oberste. Die Menschen sind natürlich auf den Sonderfahrdienst angewiesen und zwar auf das doppelt besetzte Fahrzeug. Alleine aufgrund ihrer Wohnsituation. Also mit Schweregrad der Behinderung hat das überhaupt gar nichts zu tun. Wenn wir jetzt runtergehen, Behinderte im Faltrollstuhl umsetzbar, RB-Wohnung oder barrierefreie Wohnung, dann, wenn man noch etwas zur Seite geht, die andere Seite nochmal betont, dann sieht man jetzt, dass sich hier die Möglichkeiten sofort vervielfachen. Ja? Bis hin, dass hier dann auch die Verbindung schon gezogen wird zum ÖPNV. Ja? Und wenn wir dann schließlich noch mal ein Stück runtergehen, mal Schwerstbehinderte genannt, darüber über die Begrifflichkeit lässt sich immer streiten, im Elektrorollstuhl, die sich zum Beispiel auch im eigenen Wohnumfeld oder in der Wohnung sogar im Elektrorollstuhl bewegen, nicht umsetzbar, aber vorhandene RB- oder barrierefreie Wohnung. Auch dort ist das gesamte Spektrum der verkehrlichen Mobilität zu nutzen. So, jetzt nochmal in die andere Richtung, ja, darüber, und da haben wir jetzt nochmal die Bezüge, die wir in Berlin jetzt zu unserem Thema haben, jetzt für Menschen im Rollstuhl. Zurzeit benötigen etwa 2200 bis 400 Nutzerinnen und Nutzer des Fahrdienstes Treppenhilfe. Die leben also in der Regel schon immer oder lange in einer nicht barrierefreien Wohnsituation. Und darunter steht dann eine Zahl 2329 Rollstuhlbenutzerwohnungen im Bestand. Das sind echte RB-Wohnungen. Also nach der entsprechenden DIN für Rollstuhlbenutzerwohnungen entspricht nicht dem, was wir sonst so unter barrierefreien Wohnungen definieren. Dazu kommen wir später noch. Dann kommt eine Zahl, die Herr Spieß mit einer kleinen Anfrage der Stadtentwicklungsverwaltung entlockt hat. Aus Gesprächen kann ich entnehmen, dass die inzwischen bedauern, dass sie die mal genannt haben. Nämlich ein Fehlbestand von ca. 41.000 barrierefreien Wohnungen im Land Berlin. Derzeitiger Stand. Ja. Dass die Wohnungen nicht gebaut sind oder dass sie leer stehen? Nein, dass sie nicht vorhanden sind. Also dass schlichtweg nicht vorhanden sind. Ja? Nicht vorhanden sind. So, und die letzte Zahl, die da noch dazu kommt, das sind... Aber dann nicht RB, sondern barrierefrei. Ja, barrierefrei. Wenn wir so weit in die Tiefe gehen, noch zu dem Unterschied. So, und dann haben wir schließlich eine Schätzzahl, ca. 8.000 bis 9.000 Nutzer. Also wir haben, um das mal zu sagen, ca. 30.000 Berechtigte. Raul Krauthausen habe ich vorhin erfahren, gehört seit kurzem auch dazu. Michael Eggert, der auch erwähnt wurde, gehört nie dazu, hatte nie einen Tee. Die von den Nutzern, also wir haben mehr Berechtigte als tatsächliche Nutzer.
Viele haben das sozusagen als stille Reserve, dass sie den Sonderfahrdienst nutzen können, nutzen ihn aber nicht. Von den tatsächlichen Nutzern, man kann das hier auch zusammenrechnen, 2400 und 8.000 bis 9.000, dann kommt man etwa auf die regelmäßigen Nutzer, haben eine barrierefreie Wohnung. Das kann eine RB-Wohnung sein, eine von diesen 2329, oder es kann eine barrierefreie Wohnung sein. Wobei auch schon hier gesagt werden muss, viele dieser RB-Wohnungen sind inzwischen zweckentfremdet. Das heißt, sie sind nicht mehr von Menschen im Rollstuhl bewohnt, hängt zum Teil aber natürlich damit zusammen, dass dort noch Familienangehörige, die vorher mit den Menschen zusammenlebten, dort verblieben sind. Und die setzt man ja auch nicht so einfach vor die Tür. Das ist aber eine Problemlage, dass wir Zweckentfremdete haben. Insofern ist der wirklich genutzte Bestand von Berechtigten jetzt auch geringer als die hier ausgewiesene Zahl. So, das kennzeichnet nochmal so die Problemlage. Jetzt kommen wir mehr, schon näher an das eigentliche Thema heute ran. Und dazu bedarf es auch noch einiger Vorbemerkungen, weil gerade auch in einem Randgespräch wurde mir klar, man muss nochmal abheben auf die jeweilige Zuständigkeit für das Bauordnungsrecht. Bauordnungsrecht ist genauso wie Schulrecht Landesangelegenheit. Und das ist natürlich auch eine Problemlage, sage ich mal. Gerade wenn es darum geht, auch Ansprüche aus der UN-Behindertenrechtskonvention möglichst einheitlich in Deutschland umzusetzen. Auch das hat der UN-Ausschuss in Genf bemängelt, dass es bei uns eine Ungleichzeitigkeit gibt. Unterschiedliche Aktionspläne, unterschiedliche Stände in unterschiedlichen wichtigen Essentials, wie zum Beispiel in der inklusiven Schule, aber auch im Bauordnungsrecht. So, trotzdem, und das ist ganz relativ entscheidend, gibt es etwas, was sich von der Landesebene abhebt und diese Landesebene zugleich beschränkt. Das ist die sogenannte Musterbauordnung. Musterbauordnung heißt die, und so soll sie auch wirken, sie wird entwickelt von Fachleuten, nicht behinderten Fachleuten in der Regel, auf der Ebene der Länderbauministerien, also einer Arbeitsgruppe der Länderbauministerien, zwar auch unter Beteiligung der Bundesebene, aber die haben da ja verständlicherweise nicht die Mehrheit. Aber diese Arbeitsgruppe entwickelt am grünen Tisch Musterbauordnung, und zwar periodisch entwickelt sie diese auch weiter, passt die auch zum Beispiel EU-Recht an. Ich hätte mir gewünscht, dass die Norm kommt und sie müssten dann die Bauordnung, also diese Antidiskriminierungsrichtlinie beachten in der Musterbauordnung. Das ist leider nicht geschehen. Und diese Musterbauordnung wird dann, und das zuletzt ist sie 2011 novelliert worden, und damals haben wir versucht, wir, das heißt die Landesbeauftragte, der damalige Bundesbeauftragte, darauf Einfluss zu nehmen. Das ist uns nicht wirklich gelungen. Diese Musterbauordnung ist 2011, 2012 dann von den Bauministern so beschlossen worden, wird dann auf die Länder losgelassen, und dann entsteht nämlich eine Problemlage in den Ländern, wenn der Gesetzgeber in den einzelnen Ländern an die Novellierung seiner Bauordnung rangeht, dann wird er regelmäßig auf die Musterbauordnung verwiesen. Mindestens von den Landesministerien selbst, die ja beteiligt waren an der Entwicklung dieser Musterbauordnung. Da habe ich eine Dresdner Erklärung drauf, hier, die nochmal damals kurz versucht hat. Dresdner Erklärung war eine Erklärung der Landesbeauftragten und des damaligen Bundesbeauftragten. Wir nennen die jetzt immer nach unseren Tagungsorten, wenn wir uns jährlich zweimal zu solchen Treffen treffen. Ein drittes Mal treffen wir uns noch bei der Monitoringstelle. Dann verabschieden wir eine entsprechende Erklärung mit einem jeweils aktuellen Schwerpunkt. Das war diese damalige Novellierung der Musterbauordnung, wo wir dann versuchen, Einfluss zu nehmen. Die Musterbauordnung
ist der eine Punkt, den das Land Berlin zu beachten hat. Ich sage auch noch, worin das dann besteht. Und das zweite ist, das Land Berlin muss, nachdem es nicht gelungen ist, ein gemeinsames Bundesland mit Brandenburg zu bilden, in allem, was grundsätzlich hier sich auch auf der Gesetzgebungsebene im Land Berlin bewegt, gucken, wie steht es in Brandenburg? Gibt es da die Möglichkeit, das mit Brandenburger Regelungen zu harmonisieren? Das ist in dem Fall leider auch nicht besonders günstig für uns, weil die Brandenburger Bauordnung schlechter ist, also was die Adressen von Menschen mit Behinderung betrifft. Es wird von den überall in der Bundesrepublik, aber auch in Berlin, von der zuständigen obersten Bauaufsicht, die für die Novellierung auch der Bauordnung zuständig ist, so argumentiert, Musterbauordnung ist sozusagen die Grundlinie, an der man sich orientiert, weil natürlich das Bauordnungsrecht in Berlin nicht in Wannsee endet und ein paar Meter weiter in Potsdam gilt ein völlig anderes Bauordnungsrecht. Gilt insgesamt in der Bundesrepublik, wenn es denn darum geht, der Wettbewerb um Leute, die Investitionen tätigen, die sollen dann in Berlin nicht mit anderen, überflüssigerweise auch noch höheren Anforderungen abgehalten werden als in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und so weiter. So, und deshalb sind die Parlamente dann immer schon relativ eingeschränkt in ihren Handlungsmöglichkeiten. Und leider ist es auch so, je fachpolitischer die jeweiligen Leute dann in den Ausschüssen orientiert sind, umso stärker fühlen sie sich auch dieser Verantwortung verbunden und ihre Freiheit, dieses zu überschreiten, lässt damit auch nach. Ist natürlich immer die Stunde der Opposition, dann auch zu sagen, dem stellen wir uns dann bewusst entgegen. Wir hatten 1996, 97 eine Bauordnung, die sich damals eklatant von der Musterbauordnung unterschieden hat. Das hat man in Zwischenetappen, nämlich 2005 und jetzt wieder, versucht zu ändern, indem man Mustertreue proklamiert, Mustertreue, und das bedeutet Deregulierung des Bauordnungsrechts. Ja? Wir, die wir schutzwürdige Interessen haben, haben von Deregulierung gerne auch öffentlich verkauft als Entbürokratisierung gar nichts. Ja? Aber Investoren sollen damit gelockt werden, die haben mehr Handlungsfreiheit, mehr Gestaltungsfreiheit, gleichzeitig haben sie eigentlich auch mehr Verantwortung. Ob sie die aber wahrnehmen, wird kaum kontrolliert, denn das gehört wiederum zur Deregulierung, der auch der personelle Abbau gefolgt ist. Das heißt, es gibt kaum noch Leute, die ja eigentlich den vermehrten Anspruch, denn jetzt mal zu kontrollieren, ob die Bauherren dann ihrer Verpflichtung auch gerecht werden, dieses zu kontrollieren, die gibt es ganz einfach nicht mehr. Es werden ja 80% oder noch mehr aller Bauten im Land Berlin bauordnungsrechtlich überhaupt nicht geprüft. Ja? Eigentlich müssten Sonderbauten geprüft werden. Sonderbauten sind definiert, sind viele öffentliche, große Gebäude. Zum Beispiel war es auch die Krim-Bibliothek. Der Neubau der Unibibliothek der Humboldt-Universität war ein klarer Sonderbau. Niemand hat kontrolliert, ob die Barrierefreiheit dort eingehalten war. Obwohl das, wie gesagt, der Restbestand der Gebäude ist, die eigentlich zwingend kontrolliert werden müssten. So, das ist die Situation, wie wir sie jetzt aktuell auch vorfinden. Also, nochmal wiederholt, wir haben eine Musterbauordnung seit 2011. Wir haben die Verpflichtung, uns, so das Land, mit Brandenburg zu harmonisieren. Und wir haben die Erfahrung, Bauordnungen werden nur alle 10 Jahre etwa verändert auf der Landesebene. Alle 10 Jahre. Das heißt, was wir jetzt nicht erreichen, 2015, vielleicht zieht es sich bis 2016 hin, das wird dann erst wieder 2025, 2026 zu ändern sein. Und da erinnere ich an mein erstes Schaubild. Bis dahin sind demografische Entwicklungen eingetreten, die inzwischen den Fehlbestand von 41.000 Wohnungen auf einen
wesentlich größere Zahl befördert haben. Jetzt sind wir ganz nah dran an der Novellierungsdiskussion. Wir haben heute insgesamt etwa 1,5 Stunden Zeit. Ich versuche jetzt noch an das Thema noch etwas näher ranzukommen, damit wir auch noch diskutieren können. Ich würde jetzt noch mal ein weiteres Schaubild, ich weiß gar nicht, ob das zu lesen ist, ich werde das dann sonst mündlich erläutern. Das ist die Synopse hier. Dieses, ja, das wird schwierig, naja gut, ich weiß es nicht, ob es lesbar ist. Also, dann erläutere ich das Ganze noch mal. Eingeleitet wurde der Prozess offiziell im letzten Sommer, sage ich mal, mit einem ersten Referentenentwurf. Vielleicht noch eins davor. Sie wissen, dass es im Land Berlin eine Normprüfung der Berliner Landesgesetze gibt hinsichtlich Beachtung der UN-Behindertenrechtskonvention, die durchgeführt wird von der Monitoringstelle im Deutschen Institut für Menschenrechte. Berlin hat da einen Extravertrag als erstes Bundesland mit dieser Monitoringstelle für die Berliner Landesgesetze eine solche Normprüfung durchzuführen. Herr Scherr sitzt hier vorne, ist einer der wesentlichen Verantwortlichen dort. Und natürlich ist eine des ersten Gesetze, die untersucht werden, ist die Berliner Bauordnung. Das fand im letzten Frühjahr statt, allerdings kaum unter Beachtung, obwohl das vorgesehen war, der Stadtentwicklungsverwaltung selbst. Denn eigentlich wird diese Normprüfung dann immer erörtert mit den betroffenen Verwaltungen. Die war aber nicht prominent vertreten. Und deshalb fand dann auch diese Normprüfung in dem ersten Referentenentwurf, der dann das Licht der Welt erblickte, wenig bis keine Beachtung. Allerdings hat die Monitoringstelle auch zu Recht gesagt, nicht alles, was nötig ist, dass es geändert wird in der Bauordnung, lässt sich mit dem Bezug zur UN-Behindertenrechtskonvention begründen. Insofern kam es dann in einer zweiten Runde, als der Referentenentwurf vorlag, zu Anhörungen, an denen sich auch die Monitoringstelle, aber auch der Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen und ich selbst und andere weitere Verbände, aber natürlich auch Lobbyisten aus dem Baugewerbe, von den Wohnungsbaugesellschaften beteiligt haben im letzten Herbst. Und da wurde jetzt der Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention auch von uns etwas überschritten. Und wir haben so den Gesamtkatalog der Forderungen, die wir an die Neuentwicklung und Novellierung der Bauordnung gestellt haben, dort präsentiert. Das war im Herbst. Die Stadtentwicklungsverwaltung hat dann angekündigt, dass sie auf der Grundlage dieser Anhörung einen neuen Referentenentwurf auf den Weg bringen können. Den habe ich bis jetzt, der war eigentlich für Ende März angekündigt. Dann war er für Ende April angekündigt. Jetzt ist er noch vor der Sommerpause angekündigt. Vermutlich wird er kurz vor der Sommerpause kommen. Ich weiß inzwischen aus anderen Zusammenhängen einige Essentials, die uns betreffen, aus diesem neuen Referentenentwurf, habe aber keine schriftliche Unterlage dazu, die ich hier präsentieren kann. Deshalb diese Darstellung, die wir hier jetzt hingeworfen haben, da würde ich mal weitergehen bis zum Paragraphen 51. Das wäre die Seite 5, weil wir da so einen Kern dieser Bauordnung haben, auch wenn es noch wichtige andere Aspekte gibt, auf die ich vielleicht, wenn wir die Zeit haben, dann noch zurückkommen werde. So, 51, das ist noch Seite 5 insgesamt. Und? Ja, dann noch weiter. Noch weiter. Das Ganze wird hier jetzt ein bisschen in der Darstellung dadurch erschwert, dass die Paragraphen sich, und das ist auch Mustertreue, im Übrigen etwas verschieben. Der bisherige Klassiker in Berlin war nämlich der Paragraph 51. Das finden Sie jetzt auf der linken Seite, die Formulierung. Dann kommt die Musterbauordnung.
Dann kommt der Vorschlag, der erste Referentenentwurf der Stadtentwicklungsverwaltung, Stand 14.07.2014. Und dann kommt in der Darstellung ein Vorschlag, da bin ich jetzt dem Kollegen bei uns im Hause, Herrn von Römer-Lipinski, dankbar, der das mal zusammengestellt hat. Ein Vorschlag, der... Bitte? Ja, den nehmen wir so. Der im Hause Gesundheit und Soziales mit mir weitgehend abgestimmt war. Deshalb sind hier noch kleine Änderungen in den Formulierungen nochmal in Rot dargestellt, die ich jetzt nochmal aktuell für den heutigen Anlass hier eingefügt habe. Wenn wir jetzt doch nochmal ganz nach in die andere Richtung gehen, ja, dann sehen Sie die bisherige Bauordnung. Der Absatz 1 bezieht sich auf Wohnungen und das ist ja heute auch eines unserer Kernthemen. Es ist ja einfach eine Wohnsituation, die im Land Berlin hinsichtlich bezahlbarer Wohnraum, aber auch vor allen Dingen barrierefreier Wohnraum, der auch dann noch bezahlbar ist, entstanden. Die Situation hat sich weiter verschärft, obwohl die Grundsituation schon immer schlecht war. So, bisherige Regelung war, in Gebäuden mit mehr als 4 Wohnungen müssen die Wohnungen eines Geschosses über den üblichen Hauptzugang barrierefrei erreichbar sein. In diesen Wohnungen müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad sowie die Küche oder die Kochnische mit dem Rollstuhl zugänglich sein. Paragraph 39 Absatz 4 bleibt unberührt, das ist nicht unwichtig. Das ist der Paragraph, der die Aufzüge regelt. Absatz 4, nämlich die sogenannte Aufzugspflicht, die im Land Berlin ab dem 4. Obergeschoss besteht. Also Gebäude, die mehr als 4 Obergeschosse haben, müssen einen Aufzug haben. So, die Musterbauordnung, das Einzige, wo sich positiv die Musterbauordnung bisher vom Berliner Bauordnungsrecht unterschieden hat, obwohl es für Berlin fast nicht maßgeblich ist, bezieht sich darauf, dass hier steht, in Gebäuden mit mehr als 2 Wohnungen, nicht mehr als 4, müssen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein. So, dann kommt die entsprechende Formulierung, die sich weiter unten dann unterscheidet, indem sie auf barrierefrei abhebt und nicht mit dem Rollstuhl zugänglich. Dann kommt der Entwurf vom letzten Sommer. In Gebäuden mit mehr als 2 Wohnungen, jetzt sind wir absolut mustertreu an der Stelle, müssen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein. Diese Verpflichtung kann auch durch barrierefrei erreichbare Wohnungen in mehreren Geschossen erfüllt werden und so weiter und so weiter. So, interessant ist an der Stelle, es ist der Hauptzugang gestrichen worden. Ja. Also wir hatten schon 1996 erreicht, dass sowohl für Wohngebäude als auch für öffentlich zugängliche Gebäude immer der Hauptzugang derjenige ist, der barrierefrei sein muss, um Diskriminierungen zu verhindern einerseits und zweitens natürlich Menschen mit Mobilitätseinschränkungen werden immer auf Umwege verwiesen. Ja? Das kann ja schon eigentlich überhaupt nicht sein. Ja? So, das war hier gestrichen worden. Ich erwähne es auch deshalb, weil der mir jetzt bekannte neueste Entwurf an dem Punkt wieder etwas einlenkt. Jetzt kommt die Formulierung, wie sie der Landesbeirat und ich als Landesbeauftragter eingebracht haben in die Anhörung. Und die Monitoringstelle hat sich dem auch angeschlossen. In Gebäuden mit mehr als 2 Wohnungen müssen die Wohnungen eines Geschosses über den üblichen Hauptzugang barrierefrei erreichbar sein. In diesen und in den nach § 39 Absatz 4 barrierefrei erreichbaren Wohnungen, also in allen Häusern, wo Aufzüge enthalten sind, barrierefrei müssen die Flure, auch noch eine Ergänzung, Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad, die Küche oder die Kochnische sowie Balkone, Freisitze, Wintergärten und sonstige Nutzräume barrierefrei sein. Da steckt einerseits ein kleiner Kompromiss drin, nämlich wir verwenden auch barrierefrei. Das hat damit zu tun und nicht mehr Rollstuhl zugänglich.
dass wir inzwischen eine neue DIN 18040 Teil 2 haben. Komplizierte Sache, das hier heute zu erörtern. Diese DIN ist schwer zu lesen und noch schwerer umzusetzen. Sie definiert Barrierefreiheit im Grundbestand als eine Mindestanforderung und hat darüber hinaus auch den Standard R für Rollstuhlbenutzerwohnungen mit Ergänzungen versehen. Ganz schwer zu lesen, schwer damit umzugehen. Also gemeint ist hier erstmal standardbarrierefrei, weil die Erfahrungen und die Untersuchungen dazu zeigen, dass damit über 90% auch alle Rollstuhlbenutzer zurechtkommen. Für die weiteren brauchen wir nach wie vor, und das fordert auch der Landesbeirat und ich auch, insbesondere im geförderten Wohnungsbau einen entsprechenden Anteil von wirklichen Rollstuhlbenutzerwohnungen. So, aktuell ist es jetzt so, dass die Stadtentwicklungsverwaltung als großes Entgegenkommen auch mir gegenüber und meinem Haus gegenüber geäußert hat, dass sie bei dem üblichen Hauptzugang bleiben an der Stelle. Und dass sie hinsichtlich weiterer Wohnungen über die eines Geschosses für die Wohnungen, die Aufzüge, also wo die Häuser Aufzüge haben, die Drittellösung einführen, nach dem Vorbild Bayerns. Bayern ist da vorgeprescht, hat aber auch eine andere, muss ich sagen, Rechtstreuheit und eine andere Tradition der Kontrolle als das Land Berlin, muss man leider so sagen. Die haben die Drittellösung eingeführt. Das bedeutet, im klassischen, übertragen auf den klassischen Berliner Wohnungsbau, dass ja die Häuser in der Regel auf jeder Etage nach dem klassischen Wohnungsbau 3 Wohnungen haben. Eine rechts, eine links, eine mittig. Und das nennt man einen Dreispänner. Und davon soll ein Typ, nämlich die Wohnungen, die dann in einem Strang übereinander liegen, das braucht man auch wegen der Wasserleitungen, zum Beispiel für die Bäder, eine Wohnung, ein Wohnungstyp barrierefrei sein. Wir vermuten, dass es die kleinste sein wird. So, das ist der eine Punkt. Da besteht, das ist jetzt der wahrscheinliche Entwurf, wie er zu diesen Paragraphen ins Abgeordnetenhaus kommen wird. Also üblicher Hauptzugang bleibt und die Drittellösung. Ich halte jetzt dagegen, weil angesichts des Fehlbestandes, den wir schon haben, angesichts der Situation, in der jeder ist, habe ich selbst erlebt oder erlebe ich in meinen Sprechstunden öfter, der plötzlich behindert wird, eine Wohnung braucht und keine findet. Also es gibt keinen Wohnungsmarkt. Es gibt keinen Wohnungsmarkt für barrierefreie Wohnungen. Werden wir mit der Drittellösung, wenn sie denn eingehalten wird, die überwacht niemand. Also da ist überhaupt nicht vorgesehen, dass Wohnungsbau bauaufsichtlich in der Hinsicht geprüft wird. Überhaupt nicht. Wenn sie denn eingehalten würde, würden wir erstmal eine geringere Zahl, wir haben ja einen Nachholbedarf bekommen als bei unserer Forderung im Geschosswohnungsbau, und wir würden wahrscheinlich nur einen Wohnungstyp bekommen, der wiederum auch keinen Markt schafft. Denn wir haben Familien, wir haben Familien sogar, die häufiger auch in meiner Sprechstunde sind, mit mehreren Rollstuhlbenutzern, wenn wir jetzt mal nur abheben auf Rollstuhlbenutzer. Wir haben Kombinationen von Rollstuhlbenutzern und Rollatorenbenutzern in einer Wohnung. Ja. Also deshalb bleibe ich, appelliere ans Abgeordnetenhaus, wird sicher ein Anhörungsverfahren geben, appelliere ich weiter daran, diesen Weg zu beschreiten, alle Wohnungen im Geschosswohnungsbau müssen barrierefrei werden. Es gibt einen großen Streit darüber, was das zusätzlich kostet. Die Stadtentwicklungsverwaltung hat mehrmals versprochen, das ermitteln zu lassen. Wir haben jetzt hier im Fachbereich bei uns im Hause jetzt mal so eine Liste gemacht. Wenn man die anguckt, dann wird man feststellen, es sind nicht so viele zusätzliche Ansprüche. Vor allen Dingen sind sie nicht kostenträchtig. Wir haben ja mit bewusst diese Formulierung
gewählt, weil der kostenträchtigste Punkt bei der Barrierefreiheit ist im Wohnungsbau der Aufzug. Wenn der da ist, dann geht es erstmal um Türbreiten, dann geht es um Bewegungsflächen, dann wird sicher gerungen, die Bewegungsfläche in der DIN 18040 Teil 2R ist immer 1,50 x 1,50, ohne R ist 1,20 x 1,20, meistens genügt das. Da geht es um Flächen und es geht zum Beispiel auch darum, kann man aus den Fenstern aus dem Rollstuhl gucken, dann werden die Fenster etwas tiefer gesetzt. Das sind keine Kostenfaktoren, Fenster ist Fenster. Kritisch ist vielleicht der Punkt der Zugang zu Balkonen freisitzen, weil das immer etwas zusätzliche Kosten. Aber auch da gibt es inzwischen Modelle, das sehr gering zu halten. So, ich würde jetzt mal die bisherige Vortragsweise von mir etwas durchbrechen und würde sagen, ich mache an der Stelle, an dem ersten Punkt, einen wirklichen Punkt und Sie haben die Möglichkeit jetzt, weil es ja auch im Kern unserer Diskussion heute darstellt, zu der Wohnungsfrage nochmal Fragen zu stellen, vor allen Dingen aber auch Statements abzugeben. Ja, bitte. Das hieß vorhin, oder in den ursprünglichen Paragraphen heißt es halt, pro Gebäude soll mindestens eine Wohnung halt barrierefrei sein und zugänglich sein. Wenn ich mir die heutigen Bauanträge so anstelle, frage ich mich, kontrolliert das jemand, ob das auch wirklich umgesetzt wird? Das ist die Frage 1. Und die andere Variante, jetzt eben das bayerische Modell, klingt, wenn ich dann so das vergleiche mit dem ursprünglichen Paragraphen, doch eigentlich tendenziell eher so, dass wir damit mehr barrierefreien Wohnraum schaffen würden. Kontrollieren, zum ersten Punkt, tut es eigentlich niemand. Also jetzt, wie gesagt, ich hatte vorhin ja extra gesagt, Deregulierung der Bauordnung heißt größere Verantwortung des Bauträgers selbst. Und die oberste Bauaufsicht hat natürlich einen Vorschuss auf Vertrauensvorschuss, sage ich mal, in Richtung Bauträger damit auch erteilt. Also kontrollieren tut es eigentlich keiner. Natürlich, ein Drittel ist mehr. Ist eindeutig. Also dieses Drittel ist jetzt schon, das muss man so einschätzen, auch unserer Stellungnahme und unserem Kampf insgesamt mit der Monitoringstelle aller Betroffenen und wir waren ja auch vertreten in der Anhörung, wir haben vorher schon entsprechende Gespräche geführt. Es ist ein Teilerfolg. Er bringt aber nicht die wirklich durchgreifende Lösung, weil wie gesagt, halten Sie sich das vor Augen, wir haben einen enormen Fehlbestand. Das heißt, und das muss man sich immer sinnlich klar machen, viele Menschen kommen nicht aus ihren Wohnungen ohne Hilfe raus. Viele Menschen müssen anders versorgt werden, wenn es um ganz normale Alltagsprobleme geht, also Einkaufen, Post, Bank. Alle Geschäfte zum Arzt sind ohne Hilfe nicht möglich. Das heißt, es entsteht ein Bedarf an ambulanter Pflege, der nicht bestehen würde, wenn wir eine barrierefreie Wohnsituation hatten. Wir haben für die öffentliche Hand, aber natürlich auch für die großen Sozialversicherungen erhebliche Kosten, die entstehen, weil wir keine barrierefreie Wohnsituation für viele Menschen haben, die das benötigen. Es gibt vom Bundesamt für Bauwesen, gibt es ein wirklich in der Hinsicht völlig unverdächtiges Amt, eine Schätzung, dass die nicht vorhandene Barrierefreiheit im Jahr in Deutschland 5,7 Milliarden Euro Kosten verursacht. Davon wird der Anteil der auf die Kommunen und auf das Land, nämlich im Bereich Hilfe zur Pflege zukommt, rasend schnell größer. Jedes Jahr doppelte Zuwachsraten. Und das bedeutet, irgendwann holt uns diese Situation hinsichtlich der Kosten für das Land auch ein und für die anderen Träger natürlich sowieso. Und wir könnten mit der Bauordnung
Nicht mit gefördertem Wohnungsbau, da kommen wir gar nicht in die großen Zahlen. Mit der Änderung der Bauordnung und der Verpflichtung auch der privaten Bauträger und natürlich auch der genossenschaftlichen und der städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die ein großes Element auch darstellen im Land Berlin, sehr viel schneller auf eine große Zahl, die dann diese Kassen wieder entlastet, die bisher ja schon diese Kosten haben. Ja? Und jeder, der es wirklich persönlich in seinem Lebensumfeld erlebt, wenn plötzlich Eltern und Angehörige in die Situation kommen, sich nicht mehr selbst grundversorgen zu können. Da geht es gar nicht mal um gesellschaftliche Teilhabe. Das ist ja weit weg, sondern es geht um Grundversorgung, es geht um Einkaufen, um unabhängiges Leben. Ja? Wenn das plötzlich nicht mehr möglich ist, nur weil keine barrierefreie Wohnsituation da ist. Die ganze Möglichkeit der Teilhabe an unserem barrierefreien ÖPNV ist von heute auf morgen weg. Ja? Und das führt bei uns dazu, dass wir sagen, wir haben einen Nachholbedarf und wir müssen ihn noch weiter in die Zukunft denken. Und deshalb brauchen wir eine Regelung, die nicht Wohnungsbau verhindert, weil die Zusatzkosten relativ gering sind, und die aber schnell auch wenigstens die Ansätze eines Wohnungsmarktes schafft. Ja? Also bisher hat ja überhaupt keiner auch nur eine Chance zu sagen, in dem Bezirk will ich wohnen und in dem nicht. Das, was jeder für sich entscheiden würde, denn Wohnen ist Lage, 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 ja, findet für Menschen mit Behinderung gar nicht statt. Sie müssen nehmen, was da ist. Ja. Und insofern, es ist ein Fortschritt, zweifelsohne, der aber nicht in trockenen Tüchern ist, weil die Kontrolle ist nicht gegeben. Ja. Es ist wirklich leider etwas anderes, muss man für Berlin sagen, wenn das in Bayern geregelt wird, wo die Nachbarschaftskontrolle schon dafür sorgt, dass der auch das einhält. Oder in Baden-Württemberg oder so. Hier im Geschosswohnungsbau, ja, interessiert man sich für den Baum davor, ja, ob der erhalten bleibt, aber nicht, was da drin sich abspielt. Okay, weitere Anmerkungen, gleich mehrere, hier erstmal rechts und dann da oben weiter. Guten Tag, mein Name ist Stefan Vogel, Lebenshilfe Berlin. Ich kann Sie nur dabei unterstützen, für Ihren Kampf dafür zu sorgen, dass vielleicht doch ein erhöhter Prozentsatz an barrierefreien Wohnungen mit in so eine Bauordnung aufgenommen wird. Wenn wir für Menschen mit Behinderung, die sonst in Heimen leben, Alternativen schaffen wollen im ambulanten Umfeld, also in Wohngemeinschaften zum Beispiel, da würden wir gar nicht mit klarkommen, wenn nur die kleinste Wohnung sozusagen barrierefrei wird. Wir sehen uns einer Konkurrenz bezüglich aufgrund des geringen Leerstandes in Berlin aus, ohnehin Mietwohnungen zu finden, die wir entsprechend für unser Klientel nutzbar machen können. Auf der anderen Seite sind die Miethöhen stark begrenzt durch die Wohnaufwendungsverordnung, die zwar zum Teil ausgesetzt ist, aber ja immer noch einen Rahmen schafft, eine Obergrenze, an die wir uns weitestgehend halten müssen. Und barrierefreie Wohnungen sind meistens auch teuer, weil Sie haben es ja gesagt, viel passiert da zwar nicht, aber der Fahrstuhl muss ja gegeben sein. Und der will gewartet werden. Das sind natürlich dann im Mietpreis Extrakosten. Das nächste ist dann halt, barrierefreie Wohnung zu finden, ist zum Beispiel eine Grundvoraussetzung, um eine Wohngemeinschaft im Leistungstyp 3 mit Vormittags- und Nachmittagsbetreuung aufmachen zu können. Und an diesen Wohnungen hapert es, mal abgesehen davon, dass die Bezirke Schwierigkeiten haben, Klienten dafür eine Kostenübernahme zu geben. Also bei 41.000 Wohnungen Fehlbestand. Wenn man dann noch die dazu nimmt, die vielleicht für ambulante Wohnformen für Menschen mit Behinderung gebraucht werden, die jetzt noch gar nicht in dieser Leerstandsprognose auftauchen, weil sie eben gerade noch im stationären Kontext versorgt werden, finde ich diese Entwicklung sehr beunruhigend. Kann nur hoffen, dass da wesentlich mehr Druck gemacht wird, weil sonst bleibt für viele nach wie vor das Leben im Heim die einzigste Wohnform. Bitte. Hausmann, Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrene, Zwangspsychiatrisierter. Wir sind Leute, die durch die Medizin erst zu Behinderten gemacht wurden. Mich interessiert an dieser Bauordnung vor allen Dingen, ob es öffentliche Fenster geben wird in diesen Wohnungen oder ob das Ganze dann irgendwie
reguliert wird über die Elektronik. Wenn ich in den Büros und in anderen Häusern, wo es sich um Belüftungssysteme handelt, in die Gesichter dieser Menschen sehe, dann kann ich den Sauerstoffmangel sehen, und auch wir Brillenträger sind die Opfer von diesem Sauerstoffmangel. Also meine Frage zielt dahin, ist das von Ihnen auch bedacht? Denn die Köpfe der Rollstuhlfahrer werden genauso gebraucht wie die nicht funktionsfähigen Beine. Vielleicht hätte ich das nochmal vorausschickend sagen müssen. Die Bauordnung regelt Mindestbedingungen. Die obersten Bauaufsichten, die Fachleute legen immer großen Wert darauf, zu sagen, es werden Mindestbedingungen dort festgehalten, und eigentlich ist die ursprüngliche Bauordnung eine Polizeiordnung geworden, Ordnungsrecht gewesen, im 19. Jahrhundert in Berlin besonders entwickelt worden. Also Mindestbauordnungen greifen nicht so stark in Gestaltungselemente ein, dass hier zum Beispiel geregelt wird, ob Fenster verschlossen bleiben müssen oder ob sie jederzeit geöffnet werden können. Also es regelt die Bauordnung in dem Kern nicht. Wir wollen erreichen, das ist der Barrierefreiheitsstandard, den wir erreichen wollen, dass in den Wohnungen, die barrierefrei gestaltet werden, natürlich die Fenster nicht so hoch sein dürfen, dass sie nicht geöffnet werden können und man auch nicht rausgucken kann. Ja, theoretisch könnte es ja sein, dass man aus dem Rollstuhl heraus gar nicht rausgucken könnte. Das wäre das Einzige, was wir zu dem Standard Barrierefreiheit dort erreichen wollen. Aber ansonsten regelt die Bauordnung solche Details nicht, insbesondere nicht für den Wohnungsbau. Ja, noch, möchte ich ja? gerne dagegen noch etwas sagen. Wir sitzen hier in einem direkt belüfteten Raum in den frühen Nachmittagsstunden, die schlafträchtig sind. Also wir machen das, diese Lüftung, damit wir hier nicht düsen und einschlafen. Und genauso könnte es den Rollstuhlfahrern in einer elektronisch belüfteten Wohnung auch gehen. Danke. Theoretisch möglich, aber die Bauordnung regelt das nicht. Wenn wir, wie Sie vorgetragen haben, doch viele Möglichkeiten haben und alles offen ist, was die Bauordnung anbelangt, dann kann man doch dafür sorgen, dass es so ist. Ja, direkt dazu, dann bitte da hinten. Ja, zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, die Bauordnung regelt ja, wie zukünftig gebaut wird. Wichtiger Punkt ist ganz klar. Aber wir haben ja das Problem auch im Bestand. Haben Sie eine Strategie oder wie sehen Sie das? Wie kann man den Bestand nachrüsten? Also im privaten Kreis hatte ich jetzt den Fall, ein älterer Herr, der ist als Schlaganfall. Dadurch musste er einen Rollstuhl haben, der auch ihn da vom seitlichen Wegkippen schützt. Also sprich ein sehr schweres Gerät. Das konnte er eben in seiner eigenen Wohnung nicht ranfahren. Also es ging sozusagen technisch nicht. Die Nachrüstung war auch nicht möglich und dadurch musste er ins Pflegeheim, so was ja ganz hohe, also erstmal kommt man aus seinem gewohnten Wohnumfeld raus und was sehr hohe Folgekosten hat, also das haben Sie auch schon andiskutiert. Haben Sie da eine Strategie auf der Pfanne? Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt, den ich noch anmerken wollte, ist, wenn man die Politik überzeugen will, das ist ja auch unser Problem hier im Abgeordnetenhaus, Sie müssen ja Mehrheiten kriegen dann für so eine Änderung in der Bauordnung, überhaupt für politische Maßnahmen, dann finde ich das immer sehr hilfreich, darauf hinzuweisen, dass behindertengerechtes Bauen ist immer auch familiengerechtes, im Sinne von kinder- und jugendgerechtes und auch altengerechtes Bauen, und die Gesellschaft altert. Das heißt, diese, was auch mit grauer Wohnungsnot bezeichnet wird, dieses Problem, dass man zunehmend das Problem hat, dass man keine altengerechten Wohnungen auch findet. Das heißt, die Alten haben ähnliche Probleme wie Behinderte. Wenn sie auf Wohnungssuche sind, sie finden keine. Dass man damit die Politik kriegt, weil das ist dann die Mehrheit. Also Familien und Alte hat man Mehrheiten. Danke. Da
Damit haben Sie genau nochmal den Anspruch, den ich ja mit dieser ersten Darstellung hier verfolge, nochmal unterstrichen. Natürlich gehen wir mit dem Hinweis auf die demografische Entwicklung und natürlich auch mit dem familienfreundlichen Aspekt in die Diskussion. Ich habe jetzt nur die Fakten dargestellt, die Argumentation, die wir ja zur Unterstützung unserer Argumente und Fakten auch eingebracht haben in der Anhörung, nehmen genau Bezug darauf. Wir erwähnen, vornehmste Aufgabe der Politik ist die Daseinsvorsorge. Und wenn die demografische Entwicklung so ist und das die große Zahl ist, die auf uns zukommt, dann muss die Politik reagieren. Sie hat leider in der Vergangenheit eben auf die Bedarfe, die es für Menschen mit Behinderung gab, immer nicht ausreichend reagiert. Ja, und sie muss in Zukunft dazu noch stärker gezwungen werden. Sie hatten den zweiten Aspekt angesprochen, nachträgliche Änderungen. Auch da würde die von mir schon wiederholt erwähnte Antidiskriminierungsrichtlinie der EU greifen. Denn das ist zwar auch präventiv gemeint, aber es ist auch für den Bestand gemeint. Wir haben, und das muss man sich immer wieder klar machen, es bezieht sich sowohl auf den Wohnungsbau als auch auf öffentlich zugängliche Gebäude, einen Bestand, der eine strukturelle Diskriminierung von Menschen mit Behinderung darstellt, der über Jahrzehnte, Jahrhunderte eigentlich schon akzeptiert wird. Jeder würde, wenn jemand, nehmen wir an, jemand aus der dritten Welt vor einer Kneipe, in eine Kneipe nicht reinkommt, wird jeder sagen, das ist eine Diskriminierung, sind wir uns alle einig, der kommt nicht rein. Aber dass Menschen nie bestimmte Kneipen aufsuchen können, weil sie behindert sind, ist in der Öffentlichkeit als Diskriminierung nicht angekommen. Ja, und da ist auch bewusstseinsmäßig noch nicht nachvollzogen worden, dass Menschen wirklich aufgrund ihrer Behinderung strukturell durch bauliche Anlagen im Bestand diskriminiert werden. Hinsichtlich der öffentlich zugänglichen Gebäude gibt es Formulierungen, die auch den Bestand indirekt wieder aufnehmen bei wesentlichen baulichen Änderungen oder bei Nutzungsänderungen. Da lebt der Anspruch sozusagen wieder auf, aber nicht für den Wohnungsbau. Ja, da bräuchten wir eine völlig neue gesetzliche Grundlage, auch natürlich genau wie im ÖPNV eine Zielsetzung, also bis zum Jahr 2000 so und so, 50 oder 30, muss auch der Bestand entsprechend angepasst werden. Aber das ist noch ein ganz weiter Weg. Ich hatte jetzt Herrn Scher, dann Ihre Nachbarin und Martin, hattest du dich auch gemeldet? Martin und dann Herr Hoppe. Ich schreibe mir das jetzt mal auf. Erst Herr Scher, dann so weiter. Ja, Daniel Scher von der besagten Monitoringstelle am Institut für Menschenrechte. Ich will zu dem Bestand noch ganz kurz was sagen, weil da ist es eben so, wie Dr. Schneider schon gesagt hat, dass quasi der einzige Anknüpfungspunkt oder der Hebel, über den man eine Wirkung erzielen kann, ist bei baulichen Änderungen, also Umbaumaßnahmen im Prinzip, steht es für öffentliche Gebäude drin, in der öffentlich zugängliche Gebäude in der aktuellen Bauordnung, sollte aber nach dem von der Senatsverwaltung Stadtentwicklung vorgelegten Entwurf gestrichen werden. Es war einer der Unterabsätze von dem Paragraph 51 und sollte komplett entfallen. Das haben wir in unserer Stellungnahme ganz stark aufgegriffen und soweit ich weiß, ist es jetzt in dem neuen überarbeiteten Entwurf auch nicht mehr gestrichen. Also das hat man schon eingesehen, dass das nicht einfach unter dem Stichwort Deregulierung entfallen kann. Ansonsten zu dem Punkt Bestand und diese Drittelquote wollte ich einfach nochmal sagen, dass bei den 41.000 Bedarf an barrierefreien Wohnungen ist ja die demografische Entwicklung noch nicht mit berücksichtigt, soweit ich weiß. Also wenn man jetzt 10 Jahre in die Zukunft blickt, werden es definitiv noch mehr barrierearme, barrierefreie Wohnungen sein, an denen Bedarf besteht. Und wenn man die Drittellösung konsequent durchdenkt, dann wären, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, in Berlin momentan sollen zwischen 3.000 und 5.000 Wohnungen pro Jahr gebaut werden, sind die Ziele der Senatsverwaltung. Das heißt, wenn man es auf die nächsten 10 Jahre prognostiziert, wenn von denen tatsächlich ein Drittel barrierefrei werden würde, hätten wir, wenn es gut läuft, zwischen 15.000 und 20.000 barrierefreien Wohnungen mehr, was noch nicht mal die Hälfte des jetzigen Fehlbedarfs ist. Und wenn man davon ausgeht, dass der weiter wächst, kommt man damit einfach noch nicht mal ansatzweise daran, diesen Fehlbedarf
abzudecken. Und das letzte Argument, was ich noch erwähnen will gegen die Drittelregelung, ist, dass in meinen Gesprächen mit Architekten und auch Bauträgern immer von deren Seite kommt, der wesentliche Kostenfaktor ist der Aufzug. Wenn der Aufzug sowieso da sein muss, dann bitte so einfach wie möglich. Also macht uns von mir aus Vorgaben, aber macht sie für alle gleich. Ja, also für einen Bauherrn ist es einfach leichter, den Handwerkern zu sagen, in allen Wohnungen bitte die Stromschalter auf 70 cm und die Türen so und die Fenster auf der Höhe und macht es bei 100% allen Wohnungen, dann machen die das. Ist für die das Gleiche, ob sie es auf 70 oder auf 1 Meter machen, aber es erleichtert den ganzen Managing-Aufwand. Und das ist für mich auch ein gewichtiges Argument, was auch aus Seiten der Baulobby quasi eigentlich gegen die Drittelregelung sprechen würde, ist, macht doch einfach bei allen und damit macht das euch selbst leichter. Danke. Ich muss trotzdem nochmal erwähnen, wir sind jetzt zeitlich fortgeschritten. Ich würde noch ganz schnell auch noch gerne durch die weiteren Absätze dieses Paragraphen, würde aber auch noch erwähnen, weil er sonst nicht vorkommt, es gibt ja auch noch andere Behindertengruppen, die hier jetzt in der Novellierung erwähnt und betrachtet werden sollen, würde ich auch noch gerne, aber jetzt machen wir erstmal weiter, bitte. Danke. Ich bin Marlene Zischinger, Bezirksverordnete in Charlottenburg-Wilmersdorf und wir haben da auch öfter zu tun mit Barrierefreiheit an Gebäuden, zum Beispiel im Rathaus, wo die auch in vieler Hinsicht gar nicht gewährleistet ist. Und ich wundere mich immer, wie wenig wenig ambitioniert, gerade in Deutschland, das Land der Dichter, der Denker, der Maschinenbauer und so weiter, viele Sachen da auch gedacht werden. Denn zum Beispiel, wenn es um den Bestand geht, und der Bestand muss auf jeden Fall mit rein, weil wir wissen, was neu gebaut wird, hochpreisig und so weiter, ist schon gesagt worden. Es ist ja wunderschön, wenn es dann so und so viel 1000 Wohnungen eventuell gibt, wenn sich die keiner leisten kann, ja, dann haben wir nur eine höhere Zahl in der Zweckentfremdung. Ist nicht Sinn der Sache. Aber das zum Beispiel, also ich weiß, dass in Österreich ist ein Gesetz, das tritt am 1. Januar nächstes Jahr in Kraft, wo es auch darum geht, um Bestand umrüsten, jetzt nicht an Wohnungen unbedingt, aber alles, was öffentlich zugänglich ist, von Arztpraxen, Theater, Einkaufszentren und dergleichen, wo die Erfahrung hier, wenn man das anspricht, also man findet ja kaum Gehör, beziehungsweise dann heißt es, hier ist doch sowieso ein Hinweisschildchen, das heißt ein Hinweisschildchen für Sehbehinderte in beige auf gelb, in so einer Größe 3 cm mal 4 cm hinter einer Säule womöglich. Ich übertreibe nicht. Und ich denke dazu, zu dem allen gehört auf jeden Fall eine ganz starke Kampagnenarbeit noch, wo wir alle einfach auch rausgehen müssen und sagen müssen, Leute, das geht so nicht, mit welchen Aktionen auch immer, und diese Bescheidenheit endlich ablegen. Weil ich beobachte viel Bescheidenheit, wo man sich zufrieden gibt mit, wenn möglich, wenn finanziell und so weiter, bla bla bla. Und immer wenn möglich steht, kann man sich eigentlich ausrechnen, passiert eh nicht. Weil der gute Wille und freiwilliges Wissen war, ist leider schwierig. Und ich denke, das ist echt an der Zeit, da mal ein bisschen massiver. Und wie auch schon gesagt, ja klar, haben wir alle was davon. Inklusion heißt ja auch, haben wir alle was davon. Und nicht nur jetzt diese Exotengruppe, wie es oft auch dargestellt werden wird. Und da danke ich auch für diese schöne Statistik, dass man sieht, wie viele Leute das eigentlich sind. Das ist eine super tolle Idee. Martin? Ja, ganz kurz. Das ist ja ganz vieles gesagt worden schon, aber ich nur noch mal in Erinnerung rufen, beim öffentlichen Nahverkehr, für den wir ja den barrierefreien, für den wir auch Jahrzehnte gekämpft haben, haben wir immer gesagt, Barrierefreiheit nutzt allen. Und ich glaube, das wird heute auch akzeptiert. Das ist heute verstanden worden von den Verkehrsträgern auch und der Gesellschaft. Aber im Wohnungsbau sind wir noch offensichtlich noch nicht so weit. Wir haben alle Argumente, die gegen barrierefreien Wohnungsbau bisher sprachen, also hauptsächlich die Kostenfrage ist entschärft. Das haben wir ja schon jetzt gehört. Was jetzt noch dagegen vorgebracht wird, ist reine Ideologie. Das ist überhaupt kein sachlicher Grund mehr. Und deswegen müssen wir uns dafür stark machen. Und ja, ich bin überhaupt nicht einverstanden, dass so eine Bauordnung, so wie sie jetzt geplant ist, selbst wenn kleinere Dinger wieder zurückgenommen worden sind, so durchgeht. Wir brauchen die 100% barrierefreie Wohnungen
wovon dann eine meinetwegen 10%ige Quote R-Wohnungen wären. Aber alles andere nach dieser nach diesem normalen barrierefreien Standard, und es muss durchgesetzt werden, dass es einfach Standard wird. Eine Wohnung wird so gebaut und sie nutzt allen. Das muss in die Köpfe. Und dann sage ich auch immer gerne, wir bemühen uns mit unserem Bestand, also der Bestand, die alten Wohnungen. Da gibt es Förderprogramme, dass man die barrierefrei umbauen kann, wenn es denn architektonisch möglich ist. Wird viel Geld für auch ausgegeben. Aber wenn wir den Neubau jetzt nicht hundertprozentig barrierefrei haben, dann schaffen wir wieder einen nicht barrierefreien Bestand, der in ein paar Jahren oder in 20 Jahren dann wieder umgerüstet werden muss oder auch nicht umgerüstet werden kann, weil es aus irgendwelchen Gründen dann nicht geht. Also das muss endlich mal in die Köpfe rein, und deswegen müssen wir irgendwie, können wir uns überhaupt nicht damit zufrieden geben, wenn wir mit dieser Drittellösung, ja, wir müssen die 100%-Lösung, die ja auch schon Kompromiss ist, denn diese gilt ja nur für Wohnungen, wo dann auch die Aufzüge wirklich gebaut werden, also die mehr als 4 Stockwerke haben. Aber das ist ja der größte Teil beim Geschosswohnungsbau, und da würden wir schon den größten Teil erreichen und auch zu Zahlen kommen. Aber es ist trotzdem noch ein Kompromiss. Es gibt auch kleinere Häuser, wo das dann nicht gemacht werden müsste. Selbst da müsste dann aber langfristig auch dieser Standard Barrierefreiheit eingeführt werden. Ganz kurze Anmerkung von mir, weil das da reinpasst. Es ist ja auch ein Kommunikations- oder eher ein Besuchsverbot. Es geht nicht nur um die Wohnungen jetzt der Betroffenen selbst, sondern die wollen ja auch andere besuchen können. Ja? Ich habe jetzt Herrn Hoppe, dann Herrn Theben und dann hier noch eine Meldung. Erstmal. Kann ich ja. Uwe Hoppe, Berliner Bündnerverband. Ja, ich will sagen, aus meiner Erfahrung heraus, was auch immer in der Bauordnung zur Barrierefreiheit steht, wenn das nicht kontrolliert wird, funktioniert das nicht. Dann kommt irgendwann, brauchen wir wieder eine Baupolizei, die kontrolliert wie in Vorkriegsjahren. Also, wir hatten das ja halt schon mal. Anfang des Jahrhunderts, also 2000 folgend, haben die Verwaltung kontrolliert, ob barrierefrei gebaut wurde. So, und dann hat man auf die Eigenverantwortlichkeit der Architekten und Bauherren gesetzt, aber das wird nie funktionieren. Wir haben noch dutzende Beispiele in Berlin, wo das nicht innehalten wird, wo das immer umgangen wird, wo gebaut wird, wie sie gerade wollen. Also, wenn das nicht kontrolliert wird, wird sich nichts ändern. Außerdem möchte ich Martin Marquards Worten noch zustimmen. Das ist sehr wichtig. Diese Lamentieren, 3 Wohnungen, 1 Wohnung, 2, was soll das, 100%? Und er kommt allen zugute. So, danke, Eck. So, dann Martin Theben und dann Sie. Also mein Name ist Hopp von Nullbarriere. Also darf ich, ja? Also mein Name ist Hopp von Nullbarriere.de und wir beschäftigen uns ja nun schon viele Jahre mit dem Thema barrierefreies Bauen, und wir machen das vor allen Dingen auch für die Architekten und Planer, damit sich dort auch das Bewusstsein ändert. Aber vielleicht ist der Ansatz falsch, um den wir diskutieren. Wir reden immer über barrierefreie Wohnungen. Warum reden wir nicht eigentlich über Wohnungen? Einfach nur die Wohnung. Die Wohnung, diese Maße, die dort heute immer noch geplant werden,
kommen aus einer DIN 18022 und die ist irgendwann mal einen Bach runtergegangen. Die ist einfach verschwunden. Aber an den Hochschulen und überall und alle Architekten haben immer noch diese 18022 mit ihren beschränkten Bewegungsflächen im Kopf. Warum hat man nicht eigentlich die Chance damals genutzt, die 18022 mit den erweiterten Bewegungsflächen, 1,20 Meter mal 1,20 Meter, auszustatten und zu sagen, das, Leute, sind unsere Wohnungen. Dann würden wir heute überhaupt nicht über 30% oder 100% diskutieren, sondern wir hätten im Neubau eine DIN-Wohnung, 18022 Wohnung, Schluss aus. Und dann käme die 18042 für rollstuhlgerechte Wohnung oder für alles, was barrierefrei ist und nicht in den Grundflächen, Bewegungsflächen abgefasst wird. Das, was darüber hinausgeht für Sehbehinderte und so weiter, das, was wir ohnehin nicht in den technischen Baubestimmungen berücksichtigen, da fällt ja sowieso alles raus, was die barrierefreie Wohnung nach DIN 18042 als Mindestanforderung bringt. Ne? Es ist ja bloß noch, wir reden nur noch von Bewegungsflächen. Das ist doch unser Hauptanliegen, die Zugänglichkeit, die Bewegungsfläche, dass ich in der Wohnung mich auch noch im Alter, egal ob Rollator, Rollstuhl, immer noch bewegen kann und dort auch bleiben kann, dass ich rein und raus komme, auch auf dem Balkon. Und dafür gibt es ja Lösungen. Die 2 Zentimeter gehen ja auch. Ja, aber das ist eigentlich mein Wunsch, wäre das mein Wunsch, einfach nur noch von Wohnungen zu sprechen und dort den Level höher zu setzen in der Bauordnung. Ich habe da andere DIN-Vorschriften im Hinterkopf, 18025 Teil 1 und Teil 2, meinen Sie, glaube ich. Und dann haben wir noch die 18024 gehabt. Ich meine die 18022, die im Jahre 2001 oder 2 sang- und klanglos verschwunden ist. Und nach der, bevor wir überhaupt über eine 18025 gesprochen haben, die immer Maßstab war in Deutschland von 1950 an und geblieben ist bis 2002 und heute noch existiert in den Köpfen. Okay, ja, vielleicht auch nochmal zu der Frage, wie man das dann auch politisch durchsetzt, weil das ist ja das Hauptproblem. Und zwar jenseits nur von Anhörungen. Es gibt ja hier in Berlin momentan dieses Mietenbündnis, was auch ein Volksbegehren plant, wo es um die Frage geht, mehr Wohnungen kommunaler Trägerschaft, weil man verhindern will, dass, oder weil man sich eben dafür einsetzen will, dass soziale Mieten gestattet werden. Und wenn ich das jetzt zur neuesten Pressemeldung entnommen habe, ist ja zumindest der regierende Bürgermeister und der aktuelle Bausenator wohl auch bereit, auch inhaltlich auf dieses Bündnisses zuzugehen, warum auch immer. Es wäre vielleicht eine Überlegung, ob man auch mit derartigen Initiativen, die ja erfolgreich sein können, siehe die Bebauung Flughafen Tempelhof, ob man versucht, auch mit diesen Initiativen sich stärker zu vernetzen. Ich weiß, das könnte die Gefahr in sich birgen, dass die ja sozusagen eher daran interessiert sind, stabile und sozialverträgliche Mieten, das sind wir aber auch. Und es kann halt sein, dass man da noch Überzeugungsarbeit leisten muss, indem man auch denen erklärt, wenn wir Barrierefreiheit fordern, bedeutet das eben auch nicht schlechtweg höhere, also immer höhere Mieten. Das ist eine Überlegung, weil wie gesagt, es geht ja nicht nur darum, was wollen wir gerne, was hätten wir gerne, sondern wie setzen wir es auch politisch durch, weil die Gegnerschaft offenbar gerade in den Verwaltung, die ist ja nicht ohne. Das ist vielleicht eine Überlegung. So, ich sehe jetzt im Moment keine Wortmeldung, deshalb würde ich die Gelegenheit nutzen. Wir haben maximal noch eine Viertelstunde, noch ein paar Aspekte, die über den Wohnungsbau hinausgehen, ansprechen zu können. Ich will nicht unerwähnt lassen, dass es ja auch Regelungen gibt, zum Beispiel in Paragraphen 34, wenn man den mal aufrufen kann und dann ganz rechts, wo es um Treppen geht. Wir haben immer, ich habe vorhin schon gesagt, einerseits Mindestbedingungen, andererseits haben wir manchmal auch sehr konkrete Festlegungen in der Bauordnung.
Und wir, sage ich mal, das betrifft den Landesbeirat und auch mich und andere Aktivisten in dieser Richtung, wollen immer so viel konkrete Möglichkeiten, Lösungen wie möglich in der Bauordnung haben, weil es, das hat der Herr Scher ja auch noch gesagt, etwas ist, wo sich dann auch die Bauträger wirklich dran halten können. Klarheit und Wahrheit, es ist genau definiert und es liegt nicht im Ermessen dann des Einzelnen. Und in dem 34 haben wir ihn, ja, im 34 geht es um Treppen und im Zuge der demografischen Entwicklung wird häufig auch unterschätzt, dass eine wichtige Entwicklung in der demografischen Entwicklung ja auch Menschen betrifft mit Seheinschränkungen. Die Zahl der Menschen, die im Alter mit Seheinschränkungen dann auch leben müssen, ist sehr hoch. Und insofern gewinnen so Aspekte wie Stufenmarkierungen eine besondere Bedeutung und auch Handläufe. Also wir hatten vorhin ja mal kurz die Krimbibliothek erwähnt. Die Krimbibliothek hatte an den Haupttreppen keine Handläufe. Das ist unglaublich, das war im 19. Jahrhundert schon gefordert. Im 19. Jahrhundert im Berliner Baupolizeirecht schon gefordert und die ließen die Handläufe einfach weg. Und wir waren dankbar, dass die in der Bauordnung an mehreren Stellen erwähnt waren bisher und ganz klar gefordert werden. So, deshalb sind hier Konkretisierungen, die Sie jetzt ja auch hier vorne sehen, enthalten im 34, die gefordert werden, Stufenmarkierungen. Und das wollen wir auch für Wohnungen, also für den Wohnbereich haben, nicht nur für den öffentlichen Bereich. Jetzt komme ich aber nochmal, weil, wie gesagt, Barrierefreiheit im Wesentlichen ja auch öffentlich zugängliche Gebäude betrifft. In einem solchen befinden wir uns irgendwie heute auch wenn mit gewissen Einschränkungen versehen. Und da gibt es auch wiederum den Versuch, der Stadtentwicklungsverwaltung Mustertreue durchzusetzen. Was eben bedeutet, weiterhin mehr Deregulierung, mehr Angleichung an die Musterbauordnung. Und wir müssten jetzt nochmal auf den 51 und auf die folgenden Absätze dann im Einzelnen eingehen. Und zwar gibt es in der Musterbauordnung schon ganz lange eine Trennung bei öffentlichen Gebäuden zwischen den Bereichen, die dem Benutzer- und Besucherverkehr angeblich vorbehalten sind, und den sonstigen Bereichen. Und wir hatten es im Land Berlin, ich hatte vorhin schon erwähnt, bei der Änderung der Bauordnung 1996/97 erreicht, dass wir als erstes Bundesland uns von dieser Unterscheidung verabschiedet hatten. Wir hatten einmal, wie vorhin schon gesagt, dass wir geregelt hatten damals, dass der Hauptzugang auch für öffentliche Gebäude gilt und dass wir keine Unterscheidung mehr hatten zwischen diesen Besucher- und Benutzerverkehr dienten Teilen und den sonstigen Bereichen. Was natürlich den ganz klaren Hintergrund auch hat, dass natürlich die sonstigen Bereiche für Menschen mit Behinderung, zum Beispiel als Arbeitnehmer, als schon vorhandene Arbeitnehmer, aber auch als potenzielle Arbeitnehmer erreichbar bleiben sollen. Da wurde uns immer entgegengehalten, ja, was wollt ihr denn eigentlich damals schon, wie soll denn ein Mensch im Rollstuhl auf den Schnürboden im Theater kommen, zum Beispiel. Ich muss leider sagen, dass ähnliche Argumente nicht ganz so drastisch auch jetzt wiederkommen. Und wir kämpfen natürlich weiter jetzt dagegen, dass diese Unterscheidung jetzt stattfinden soll. Die Stadtentwicklungsverwaltung hat das damit begründet, dass das ja eine Regelung in Berlin gewesen wäre, die faktisch nicht berücksichtigt worden sei. Das trifft aber für wesentliche öffentlich zugängliche Gebäude im Land Berlin nicht zu, nämlich die, die in Bundesregie sind.
Ich habe, genauso wie die Bundesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen, sehr engen Kontakt auch zu diesem Bundesamt für Bauwesen. Und im letzten Gespräch haben die nochmal ausdrücklich im letzten Jahr mir bestätigt, dass sie seit dem Berlin-Beschluss im Land Berlin sich immer an der existierenden Berliner Bauordnung ausgerichtet haben, indem sie eben diese Unterscheidung nicht vorgenommen haben zwischen den Besucher- und Benutzerbereichen und den übrigen Bereichen und damit auch natürlich Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung geschaffen haben und eben diejenigen waren, die ganz klar diese Berliner Regelung, die nach der Darstellung von Stadtentwicklung bei uns ja angeblich ins Leere gelaufen sei, vollstreckt haben. Also wir bleiben dabei, dass wir diese Unterscheidung nicht haben wollen. Allerdings letzter Stand ist, dass die Stadtentwicklungsverwaltung da mustertreu sein will. Und zur Mustertreue zählt auch, dass da eine Einrichtungen aufgezählt werden. Mit einer solchen Aufzählung wird aber natürlich gerade, wenn davor steht, insbesondere, finden Sie, in den Formulierungen, auch in der Musterbauordnung, dann klingt das so, als wenn es öffentliche Gebäude erster und zweiter Klasse gibt. Das ist aber höchst individuell, ja? Wer welches Gebäude zu welchem Zweck braucht. Und deshalb hatten wir dann gesagt, okay, das unter anderem soll es dann gelten, was dann nicht insbesondere nämlich so eine besondere Hervorhebung darstellen würde. Ein weiterer wichtiger Punkt, der leider auch im Moment vor dem Scheitern steht, wir fordern, dass je Sanitäranlage, irgendwas rauscht hier. Ah ja, okay, ich hoffe, so geht es besser. Wir fordern, dass je Sanitäranlage muss mindestens eine barrierefreie Toilette vorhanden sein. Und dagegen wird auch Sturm gelaufen. Es wird gesagt, ja, das sei nicht umzusetzen, das sei auch nicht notwendig. Also ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, Menschen mit Behinderung, mobilitätsbehinderte Menschen werden auf Umwege verwiesen und sie werden, haben die weitesten Wege, um ihren natürlichen Bedürfnissen nachzugehen. Das kann einfach so nicht sein. Dazu kommen häufig noch gesundheitliche Einschränkungen, die dann die Dringlichkeit auch noch erhöhen. Das ist einfach so. Und das ist ein Punkt, auf dem, wo wir auch kämpfen werden, dass man sich davon grundsätzlich verabschiedet. Wir haben vor Jahrzehnten erkämpft, dass im Land Berlin jeder Standort einer öffentlichen Toilette auch ein barrierefreier Standort sein muss. Jeder, der hier schon ewig dabei ist, weiß, jahrzehntelang in jeder Veranstaltung war das Toilettenproblem das Wichtigste. Das haben wir im öffentlichen Raum weitgehend erledigt, auch wenn wir uns noch mehr wünschen, natürlich eine größere Dichte. Und in den öffentlichen Gebäuden, und das war ja auch bei der Krim-Bibliothek so, ausgerechnet auf der Ebene, wo die barrierefreien Arbeitskabinen waren, gab es keine barrierefreie Toilette. Das ist eine Diskriminierung hoch 10. Ja? Also, und das ist ein Punkt, worauf wir auch wirklich großen Wert legen, aber im Moment ist die Stadtentwicklungsverwaltung da überhaupt nicht kompromissbereit. Hinsichtlich der Beachtung von bestehenden Gebäuden hatte Herr Scher vorhin schon gesagt, dass da wahrscheinlich etwas in Bewegung gekommen ist, wesentliche bauliche Änderungen, Nutzungsänderungen, dass die wieder barrierefreie Lösungen erforderlich machen. Das kann sein, dass das enthalten sein wird. Aber jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt, der den Paragraph 50 Absatz 3 betrifft. Noch weiter runter. Ja, da, wo alles gestrichen ist, das ist der entscheidende Punkt. So. Das ist das, was ich vorhin schon sagte, Klarheit und Wahrheit, Sicherheit auch bei den Bauträgern, denen wir ja nicht immer Schlechtes unterstellen wollen.
gibt eine klare Regelung in der Bauordnung selbst und nicht der Verweis auf technische Baubestimmungen. Frau Hopf hat vorhin schon erwähnt, technische Baubestimmungen spielen hier natürlich eine große Rolle. Es sprengt vielleicht den Rahmen, aber es ist so, DIN-Vorschriften, wie wir sie kennen und die wir hier erwähnt haben, gelten nicht per se. Sie sind eigentlich nur eine Empfehlung. Sie werden quasi gesetzlich muss man sagen, dadurch, dass sie technische Baubestimmungen werden. Das heißt, dass das jeweilige Land DIN-Vorschriften in Gänze oder in Teilen einführt. Aber mir ist nicht bekannt, dass ein Land eine DIN-Vorschrift irgendwann mal in Gänze und ohne Änderungen eingeführt hat, sondern in der Regel werden dann wieder Ausnahmen dort reingebracht. Das heißt, bestimmte Aspekte werden vernachlässigt. Das sind häufig Aspekte, die Menschen mit Sehbehinderung betreffen, Leit- und Orientierungssysteme und solche Sachen, weil da in der Regel argumentiert wird, ist eigentlich keine bauliche Sache, sondern eine Ausstattungssache, auch ein häufiger Problempunkt. So, deshalb wurde hier die ganz konkreten Formulierungen, die hier drin standen, nämlich, wie sieht denn Barrierefreiheit aus? Also Rampenneigung 6%, Durchgangsbreiten von Türen 90 cm, Podeste, die in Rampen sind, Setzstufen, viele Regelungen, die hier bisher richtig im Gesetz enthalten waren, werden jetzt rausgestrichen und es wird auf die technische Baubestimmung verwiesen. Jetzt nochmal für die Politik. Was bedeutet das? Eine technische Baubestimmung, Ausführungsvorschriften dazu oder eine Liste der technischen Baubestimmungen, die dann die Stadtentwicklungsverwaltung verabschiedet, das macht die im stillen Kämmerlein. Da hat das Parlament, ist außen vor. Die können da auch ganze Standards verändern, ja, durch die kalte Küche. Das dient dann vielleicht auch für die Argumentation. Also es gibt eine relativ aktuelle Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg, die genau mit dieser Begründung einen ganzen Bebauungsplan für unwirksam erklärt haben. Für was? Einen ganzen Bebauungsplan für unwirksam erklärt haben. Also der Aufhänger war eine ganz andere Frage, da ging es um das Wegerthaus, das war eine lange Diskussion, da sollte ein Laufhaus, also ein großes Bordell entstehen. Und der zuständige Bezirk hat sich dagegen gewehrt und da hat es lange Verfahren gegeben bis zum Bundesverwaltungsgericht rauf und runter und es geht da immer um die Frage, was für ein Baugebiet ist das eigentlich. Es gibt bestimmte Gebiete, Mischgebiet, Kerngebiet und jedes Gebiet erfordert bestimmte Anforderungen. Wenn die nicht erfüllt sind, dann ist der Bebauungsplan, der da sozusagen erlassen worden ist, der ist dann nichtig und das war auch ein bisschen ergebnisorientiert. Aber an einer Stelle wurde eben auch nur, da ging es um die Anzahl oder der Beschaffenheit bestimmter Wohnungen. Ich schicke Ihnen die Entscheidung auch mal. Und da wurde eben auch nur auf die Norm verwiesen. Und genau mit dem Argument, das Herr Dr. Schneider gerade skizziert hat, dass das Oberverwaltungsgericht diesen ganzen Bebauungsplan gekippt. Also A, schade, dass die Senatsverwaltung die Entscheidung nicht kennt. Und B, sage ich dann, na dann viel Spaß. Vielen Dank. Bin ich gespannt auf die Fundstelle und werde ich da natürlich besondere Aufmerksamkeit walten lassen. So, ich denke, wir sind jetzt eigentlich schon am Ende, in den Viertelstunden. Ich will noch einen Punkt erwähnen, weil er eine große Rolle spielt und Herr Hoppe hat vorhin auch nochmal darauf verwiesen. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, hat auch mal einer gesagt. Aber manchmal machen wir 2 Schritte vorwärts, 3 Schritte zurück, auch in einem Bauordnungsrecht, alles der gleiche Mensch. Und deshalb haben wir ja vorgeschlagen, den Sachverständigen für Barrierefreiheit. Der Sachverständige für Barrierefreiheit, wir haben Sachverständige für Brandschutz, wir haben Sachverständige für energetisches Bauen, ist ja nicht mehr ein reiner Sicherheitsaspekt, sondern energetisches Bauen. Wir haben Sachverständige für Statik. Die spielen in der Bauordnung eine Rolle, weil sie nämlich im Zuge der Deregulierung und im Zuge des Abbaus von
Mitarbeitern bei den Bauaufsichten Aufgaben der Bauordnung übernehmen, Kontrollaufgaben. So, dafür wünschen wir uns den Sachverständigen für Barrierefreiheit. Das hat den Vorteil, dadurch entsteht auch ein Berufsbild, dadurch entsteht ein Nachfrageeffekt an den Hochschulen, dadurch wird Barrierefreiheit zum Element der Baukunst und nicht zu einem verschriemelten, versteckten Aspekt der Baukunst oder des Baugewerbes. Dann würden wir auch eine Kontrolle haben, durchgängig von Planung, Ausführung und Endabnahme. Und derjenige, der dann beauftragt ist und die Aufgabe wahrnimmt, gibt seine Unterschrift dafür. Bei der Krim-Bibliothek war eigentlich eine ganze Abteilung des Stadtentwicklungssenates dafür zuständig. Keiner hat darauf geachtet. Ja, und obwohl die natürlich die Bauordnung besonders kennen würden, haben sie die Handläufe dann vergessen. So, wenn jemand persönlich verantwortlich ist, dann hat er einen ganz anderen Bezug zu dem Objekt. Er entwickelt intelligente Lösungen für den Bestand, denkmalschutzgeschützte Häuser. Für die brauchen wir immer Einzellösungen, die der jeweiligen Situation entsprechen müssen. Dafür braucht man Leute, die das Thema rauf und runter beherrschen. Sachverständige für Barrierefreiheit haben es bisher nicht geschafft in die Novellierung, es immerhin geschafft in die behindertenpolitischen Leitlinien des Senats, die er am 12. Mai jetzt beschlossen hat. Dort steht noch drin, dass man diese Sachverständige für Sachverständigen, dass man dieses Modell eigentlich so entwickeln will und gucken will, welche Aufgaben die haben und sollen und wie die dann bauordnungsrechtlich verortet werden sollen. Kleiner, zarter Fortschritt. Ansonsten gilt insgesamt auch der Appell an die Politik, dass der nächste Schritt ist, der neue Referentenentwurf, der geht irgendwann ins Parlament, wird über den Senat, da werden wir nochmal versuchen, Mitzeichnungen. Ja, unser Haus ist weitgehend auf Linie, also haben wir die Möglichkeit, über Mitzeichnungen erstmal was zu machen. Es besteht allerdings die Gefahr, dass die ablaufende Legislaturperiode uns noch gefährdet, ja, muss man auch sagen. Und ansonsten Anhörungen im Parlament, ja, die entsprechenden Leute einladen, die Anhörung, die Bearbeitung einzelner Fraktionen. Heute sind wir hier, ich war schon bei den Grünen, bin bei den Linken demnächst. Wahrscheinlich, hoffe ich, kommen auch noch die Koalitionsfraktionen irgendwann. Und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber das haben wir 96 auch schon mal so gemacht. Ja, dass wir Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht haben. Und ich komme hier, wie ich hier lese, zum Ende. Vielen Dank. Okay.